Komm, komm schon. Ah. Endlich ist mein Deckblatt fertig, nach 2 Stunden. Ach, so, jetzt ist auch mal Pause hier. Ja Leute, herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit für ein neues Kanal-Update. Der letzte Monat war, boah, der war voll mit jede Menge Zeug, aber nichts, was irgendwie YouTube-relevant ist oder sonst in irgendeiner anderen Weise relevant. Natürlich außer für meine Hochschule. Es war eine wirklich sehr... Ich habe sehr viel Zeit in der Hochschule verbracht, um all die Projekte fertig zu bekommen, die ich fertig bekommen musste. Und jetzt haben wir vorlesungsfreie Zeit und man könnte meinen, ja, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit übrig. Aber nein, ich verbringe jetzt aktuell jeden Tag, außer das Wochenende, damit meine Hausarbeiten zu schreiben. Und es ist mehr Arbeit, als ich dachte, alleine diese scheiß Quellen rauszusuchen für ein Thema, wo ich noch nicht mal wirklich weiß, wie ich das überhaupt verpacken soll, ja. Ja, es ist schlimm. Also wirklich, der Juni war wirklich sehr ereignisreich. Aber bevor wir zum Juni kommen, kommen wir noch zu einer anderen Sache. Und zwar, was auch sehr ereignisreich ist, ist aktuell mein Auto. Ja, das hat nämlich Bock, jede Menge Schäden zu haben. Und denkt sich so, ach, ich mache hier mal ein komisches Geräusch. Oh, ja, ich fange auf einmal an, komische Eigenschaften zu entwickeln. Und nachdem man jetzt einen Riemenspanner ausgewechselt hat für 140 Euro, hat man jetzt festgestellt, es ist doch... der scheiß Zahnriemen. Ja, und wer ein bisschen Ahnung von Autos und Werkstatt und Kosten hat, der weiß, Zahnriemen ist arschteuer. Ja, weil da wird der gesamte Zahnriemenapparat, ja, Nocken, Wellenrad und was weiß ich was, und der Lager und so, wird alles komplett ausgetauscht. Ist eine Mordsarbeit, kostet viel. Obendrauf kommen auch noch meine Semestergebühren, welche wahrscheinlich über 200 Euro wieder sein werden. Plus die Zahnriemenreparatur, welche um die 690 Euro sein wird. In anderen Worten, ich bin finanziell gefickt. Muss jetzt leider etwas machen, was ich in meinen 10 Jahren YouTube-Karriere bisher überhaupt nicht gemacht habe. Und zwar, ja, nach Unterstützung fragen. Das ist auch etwas, was mir ein bisschen schwerfällt, weil wer mich kennt, der weiß, ich bin niemand, der irgendwie nach Geld fragt. Wirklich. Meine Devise war immer, ich pack das selber. Ich bin von niemandem abhängig und will auch keine Schulden machen. Das hat bisher in meinem Leben immer ziemlich gut geklappt, aber jetzt bin ich einfach an den Punkt gekommen, wo es einfach aktuell nicht mehr stemmbar ist. Kann es vielleicht unter anderem daran liegen, weil BAföG ca. 100 Euro unter der Armutsgrenze ist? Wer weiß. Ja, wer mich also unterstützen will, ich habe meinen PayPal-Link unten in den Kommentaren, erster angehefter Kommentar, falls ihr euch so frei fühlt, mir ein bisschen was zu spenden, und wenn es auch nur 10 Euro sind oder keine Ahnung, dann bin ich euch wirklich unglaublich dankbar, weil ihr ermöglicht es dann im Grunde, dass ich weiter studieren kann und dass ich weiter das machen kann, worauf ich auch Bock habe. Und im Gegensatz bekommt ihr auch ein bisschen Content. Ich weiß, jetzt aktuell ist es ein bisschen wenig und auch immer dasselbe, also meine Kanal-Updates. Naja, bis auf das letzte, da habe ich ja das so, das mit der Filmgeschichte gemacht, das war in einem Rahmen von der Hochschule. Aber ich habe auch vor, noch andere Videos zu machen, die ich dann in meinen Ferien machen will. Zum Beispiel kennt ihr ja bestimmt diese ganze Werbung zu irgendwelchen Apps, die versprechen, ganz easy Geld zu machen, indem man einfach Apps zockt oder passives Einkommen und sowas. Ja, da schaue ich mir aktuell so ein paar Apps an, unter anderem, weil ich echt ein bisschen verzweifelt bin, was meine Geldlage angeht. Aber ich habe mir gedacht, das ist stellenweise so kurios und witzig, dass es sich lohnen würde, darüber ein Video zu machen. Denn ich habe mal so ein bisschen geschaut in YouTube Deutschland und es gibt eigentlich nur Leute, die das weiter bewerben und da ihren Promocode und alles reinstellen, wo ich mir dann denke, okay, aber was ist denn mit so einer sachlichen Betrachtungsweise? Ja, dazu habe ich irgendwie nicht viel gefunden. Und außerdem schneide ich ja auch nebenbei die Lost Place Videos von Tobico Adventures. Ja, da könnt ihr auch wie immer gerne reinschauen und ein Abo dalassen. Ja, da stecke ich auch so immer donnerstags, schneide ich ein Video. Das ist auch immer noch mal ein bisschen Arbeit, ja. Und es würde mich freuen, wenn der Kanal von Schmeißer und mir noch ein bisschen mehr Traffic bekommt, noch ein paar mehr Views. Das wäre schon auch sehr nice. Und es werden auch nicht nur Lost Place Videos kommen. Wir planen aktuell auch noch weitere Videoformate zu etablieren. Zum Beispiel Ex-Soldat erklärt ist schon mal eine gute Sache. Und da wird in Zukunft auch wahrscheinlich noch mehr dazu kommen. Genauso wie Outdoor-Content. So, und jetzt haben wir es fast mit Werbung und Battle-Light. Nämlich... unser Video zu Wir im Wald, der Mountainbike-Konflikt in Freiburg, ist ebenfalls erschienen. Und das geht gerade absolut durch die Decke. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn.
Ich hätte nie gedacht, dass das Video so viele Aufrufe generiert. Wir sind jetzt schon fast bei 30.000 Aufrufen. Wenn das Video rauskommt, sind wir wahrscheinlich schon bei 30.000 Aufrufen. Oder waren es 24.000 Aufrufe gerade? Ach egal, die 30.000 knacken wir auch. Aber es ist wirklich absolut insane, wie viele Aufrufe dieses Video generiert. Und zwar, weil es zu irgendeinem Zeitpunkt in den YouTube-Algorithmus reingepusht wurde, wie verrückt. Und wir auf einen Schlag diese ganzen Mountainbiker und Wanderer und Outdoor-Aktivisten und was weiß ich nicht alles plötzlich auf diesem Video hatten. Und also ich habe damit nicht gerechnet. Das ist wirklich, die Resonanz ist auch prima. Es ist ein sehr guter Beitrag. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Der gesamte Schnitt, die Animation, alles ist von mir. Auch ja, 80-90% der Kameraarbeit ist von mir. Also da kann man mal reinschauen und gucken, was ich denn so genau gemacht habe dieses Semester. Mit dem Video waren wir auch auf der Media Night von meiner Hochschule vertreten. Die Media Night ist so, ja, so eine Veranstaltung, kann man sagen, so eine Art Medien- und Filmfestival, kann man eigentlich schon sagen, wo dann alle Studiengänge ihre Filme, ihre Projekte, ihre Spiele und was weiß ich nicht alles vorstellt. Also da ist wirklich dann einmal alles vertreten, woran gearbeitet wurde in dem Semester. Und da waren schon ein paar sehr coole Dinge auch dabei. Und unser Videobeitrag hatte dort auch seine große Premiere. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon im zweiten Semester schon so einen Workload habe und überhaupt schon so viel mache und dass wir auch schon direkt bei der Media Night vertreten sind. Das ist eigentlich etwas, wo man vielleicht erst so ab dem vierten oder sechsten Semester hinkommt. Ja, wenn man wirklich auch an Projekten arbeitet und die auch fertigstellt, erst dann geht man so in Richtung Media Night und guckt mal, dass man da seine Sachen präsentiert. Dass wir das schon im zweiten Semester machen, ist eigentlich eine ziemliche Besonderheit. Und auch, dass wir jetzt schon im zweiten Semester einen Videobeitrag rausgebracht haben, welcher so hochqualitativ ist, ja, das kann man nicht von jedem zweiten Semester erwarten, ne? So, jetzt habe ich aber genug meinen eigenen Schwanz gelutscht. Ja, es war ja aber nicht nur das Wie im Wald-Video, das wir fertiggestellt haben, sondern ich habe auch meinen letzten Beitrag für das Edit Online Magazin fertiggestellt. Das war dann im Sinne eines Podcasts, den wir erstellt haben. Und daraus wurde ein etwas über 10 Minuten langer Podcast. Den kann ich euch auch in der Beschreibung verlinken. Schaut da gerne mal rein. Das Thema ist KI im Bildungswesen und wir haben damit mit der Staatssekretärin des baden-württembergischen Kultusministeriums gesprochen. Ist auch so krass eigentlich. Das ist einfach ein Interview, das ich angeleiert und geführt habe. So mit dem Kultusministerium von Stuttgart. Ja, aber wie schon gesagt, der gesamte letzte Monat war einfach nur durchhasseln, durchballern. Also ich war stellenweise von 10 Uhr bis 18 Uhr in der Hochschule und habe an den ganzen Sachen gearbeitet, habe am Video geschnitten und so weiter und so fort. Ich bin nicht wirklich in Crunch gekommen, aber gegen Ende hin wurde es doch schon ziemlich knapp und ja, da habe ich mich schon so ein bisschen abgehasselt. Im Juni waren auch sehr viele Feste auf der HDM, also es waren irgendwie, ich weiß gar nicht, 3 oder sogar 4 verschiedene Sommerfeste am Start. Also die haben richtig abgefeiert. Aber ich war auf keinem Fest. Ich habe mir gedacht, ich habe keine Zeit zum Feiern. Ich habe keine Zeit, da irgendwie mich jetzt großartig abzulenken. Ich habe wirklich durchgezogen. Also auf der einen Seite finde ich es ein bisschen schade, weil ich hätte schon ein bisschen Bock gehabt, auch ein bisschen Ablenkung zu haben. Auf der anderen Seite bin ich auch so ein bisschen stolz auf mich, dass ich mich wirklich auf die Arbeit und auf die Aufgaben fokussiert habe. Leider war ich dafür letzte Woche auch nicht auf der Animax. Ich hätte sowieso kein Geld dafür gehabt, ja, also im Juni war das Geld auch ziemlich, ziemlich knapp. Jetzt aktuell sieht es wieder ein bisschen besser aus, aber ja. Wir gehen auch dieses Wochenende, ist es, ja, genau dieses Wochenende gehe ich dann auch wieder auf die Animax und guck, was da so geht. Ja, bei schön 33 Grad, schön schwüles Wetter, ja, habe ich Bock, Digga, schwitzend auf der Animax zu sein zwischen anderen schwitzigen Leuten. Ich meine, ich will nicht sagen, dass es da irgendwie komisch riecht. Eigentlich riecht es auf der Animax nie wirklich komisch, außer unten in der Küche, da riecht es manchmal nach Fett. Aber trotzdem, ne, wer schon mal ein Cosplay anhatte, der weiß, so eine Wig, so ein Cosplay in der Sonne, das ist schon heiß, Digga. Also, man schwitzt auch, aber es ist auch heiß. Ja, zum Beispiel für das Wie im Wald-Video habe ich auch keine Kompensation bekommen, obwohl ich für die
obwohl wir für die Fahrt nach Freiburg auch ziemlich viel Geld ausgegeben haben. Unterkunft und Benzin wurden zwar gedeckt, das sind aber nur 2 Personen von insgesamt 5, die da vergütet wurden. Ihr merkt, Finanzen sind ein sehr... Was willst du jetzt? Finanzen sind aktuell ein sehr großes Thema. Auch ein großes Thema ist, ich benutze aktuell zum Ausgleich hier Virtual Reality. Ich spiele aktuell Half-Life Alyx und habe vor, auch noch ein Video dazu zu machen. Ein Video, wie ich John Wick-mäßig da dann ein paar Levels spiele. Ja, das war auch noch etwas, was ich vorhatte. Also, wenn der Juli vorüber ist und ich bis dahin hoffentlich all meine Hausarbeiten fertig habe, dann kommt vielleicht eine kleine Content-Offensive, denn ich habe so 2-3 Video-Ideen, auf die ich auf jeden Fall Bock hätte. Eine Sache, die mich auch kurz richtig mitgezogen hat, das war dieser Russland-Putsch. Ja, was denn da passiert? So, ich stehe eines Morgens auf, denk mir nichts Böses, gehst du an den PC und sehe, Bruder, was da los? Twitter brennt, ja, anscheinend Putsch, hier, da, Kämpfe in Russland, ja, irgendwie 5 Helikopter oder so abgeschossen, ein Flugzeug, es wurden Straßen geräumt und vernichtet, um die Wagner-Gruppe aufzuhalten, und am Ende ist es dann so, kommt Gigachat Lukaschenko aus Weißrussland daher und sagt, hey, mach mal Halblang. Das war ein einziges Meme, oder? Also ich habe mir das so angesehen und dachte mir so, ey, was war das denn jetzt? Ja, ich dachte kurz, sie wollen irgendwie Escape from Tarkov nachspielen, aber irgendwie Russland gegen Wagner oder so anstatt Musik gegen Bier. Aber ja, keine Ahnung. Also fand ich sehr kurios, hat mich einen Tag richtig mitgenommen, nur um dann festzustellen, das war halt nix so. Russland hat irgendwie wieder unnötig Verluste gemacht. Nur um dann am Ende zu sagen, ja, wir schicken mal die ganze Wagner-Gruppe nach Weißrussland, was sie da jetzt machen soll, keine Ahnung. Vielleicht nochmal den Weg über Tschernobyl versuchen, nochmal ein bisschen radioaktive Erde aufschaufeln, ja, also hätte ich Bock, ne? Also nicht der Wagner-Angriff, sondern nach Tschernobyl zu gehen. Und meine Tschernobyl-Reise verzögert sich wohl auch um ein paar Jahre. Ja, Leute, ihr bemerkt schon, es war sehr ereignisreich. Und wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, erster Kommentar ist mein PayPal-Link, würde mich wirklich sehr freuen. Beim nächsten Kanal-Update werde ich dann auch zeigen, wer oder wie viele mich unterstützt haben und wie viel Geld beisammen kam, denn ich will damit auch sehr transparent umgehen. Ich will jetzt nicht einfach sagen, ja, gebt mir euer Geld und dann kommt da nie wieder was, sondern ich will damit sehr transparent umgehen. Und dann natürlich auch euch versichern, das Geld geht dann in die Reparatur von meinem Auto, welches ich wirklich brauche, um zu studieren und allgemein einzukaufen und einfach die Basic Dinge. Und natürlich auch in meine Semestergebühren, welche ich ja auch bezahlen muss, um weiter studieren zu können. Und ich würde sehr gerne weiter studieren, denn das Studium macht mir wirklich Spaß. Und vielleicht denkt sich der eine oder andere auch so, warum gehst du denn nicht nebenher arbeiten? Ja, das ist ja so dass dieses Standardargument, was ich irgendwie auf Twitter so lese. Ja, Studenten können doch easy peasy noch neben dem Studium einfach so arbeiten gehen. Das kommt dann entweder von Leuten, die nie studiert haben oder... Mit einem hatte ich letztens eine Twitter-Diskussion, der hat studiert, aber er hat ein Abendstudium gemacht und meinte so, ja, ich habe nebenbei noch easy einen Vollzeitjob gemacht. Ja, ein Abendstudium ist ja auch darauf ausgelegt, dass man nebenher noch Vollzeit arbeiten kann. Aber bei einem Vollzeitstudium, so wie ich das mache, wo ich stellenweise wirklich 8 Stunden in der Uni bin, um an meinen Projekten zu arbeiten und an meinen Hausarbeiten und was weiß ich nicht alles, da geht das nicht so einfach. Und auch viele Kommilitonen von mir haben ihre Arbeit entweder hinschmeißen müssen oder finden kaum Zeit zwischen Vorlesungen, Arbeit und ihren Projekten. Also es ist halt nicht easy. Und außerdem ist es ja nicht so, dass ich nach Arbeit tatsächlich suchen würde. Ich habe nebenbei nach Arbeit gesucht. Ich habe mich sogar auf 2 Dinge beworben als Cutter. Die haben allerdings jetzt schon jemanden leider und deswegen ging das nicht. Und jetzt auch für die Semesterferien versuche ich irgendwie einen Job zu finden, so für die Semesterferien durch irgendwas, was sich easy machen lässt und was man dann auch nach einem Monat oder 2 auch wieder kündigen kann, weil es ja nur für die Semesterferien sein soll. Vielleicht kennt ihr ja auch da draußen jemanden, irgendjemand, der, keine Ahnung, einen Cutter sucht oder so, dann gebt mir Bescheid. Ja. Ja, wie man vielleicht sieht an meinen Videos, Lost Place Kanal, Wir im Wald Video, mein Kanal. Ich kann cutten, ich kann es relativ gut. Keine Ahnung, ich finde immer mal eine Stunde Zeit, um mal nebenher noch so ein Video zu schneiden. Also das geht schon,
Deswegen suche ich auch hauptsächlich in diesem Bereich was. Findet sich halt nicht viel. Und auf Fiverr will ich nicht gehen, weil Fiverr ist halt einfach, ja, ist kein Garant dafür, dass ich Aufträge bekomme und wenn, dann kein Bock da abgezogen zu werden. Gut, Leute, aber das war's von mir. Ist wahrscheinlich jetzt schon 21 Uhr. Ich habe wirklich bis gerade eben an meiner Hausarbeit gearbeitet. Dann sieht man sich nächsten Monat wieder beim nächsten Kanal-Update und dann berichte ich darüber, ob ich meine Hausarbeiten geschafft habe und wie ich es geschafft habe. Und ja, das wird nochmal sehr aufregend. Gut, Leute, falls ihr mich unterstützt, wie gesagt, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Kanal-Update wieder. Bis dann. Ich habe halt echt erst das Deckpad fertig, ne? Das ist ein bisschen sad.